Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch eine weitere Laterne. So schaut sie aus. Gewerkelt habe ich die mit der... Quatsch, das Designerpapier, kommt das auch daraus? Ich gucke es nochmal nach. Ich schreibe euch das unten in die Infobox, welches Designerpapier ich hier verwendet habe. Heute arbeiten wir auf jeden Fall mit der Produktreihe Garten Eden. Und verbaut habe ich diesmal ein normales Licht. Ich mache mal mein helles Licht aus. Achtung! Ein bisschen sieht man es. Also, dieses Licht, Vorsicht, ich mache es wieder an, habe ich dafür verwendet. Die bekommt man ja jetzt im Moment, ich glaube, fast an jeder Ecke. Hier habe ich eine verbaut mit 40 LEDs. Wir nehmen heute eine mit 20 LEDs. Da müsst ihr einfach mal schauen, was ihr da bekommt. Und die Laterne könnt ihr in zweierlei Hinsicht basteln. Entweder mit Sockel und mit Deckel. Oder aber ihr bastelt nur diesen mittleren Teil und stellt ein Teelicht rein. Da müsst ihr später mal schauen, wie ihr das gerne machen möchtet. Ich habe hier den Deckel jetzt nicht festgeklebt. Das werde ich aber später noch machen, weil ich hier ohnehin ja dieses Licht verbaut habe. Wenn ihr das nur mit einem Teelicht machen möchtet, natürlich kein echtes, bitte kein echtes Feuer, dann könnt ihr den Deckel weglassen oder auch einfach aufsetzen, je nachdem, wie ihr das möchtet. Also, wie gesagt, wir arbeiten heute mit der Produktreihe Garten Eden. Ich habe schon einiges vorbereitet. Ich zeige euch mal, wo die Reise hingeht. So sieht das Ganze später aus. Davon brauchen wir zwei Elemente. Das zweite habe ich hier auch schon gefalzt und zugeschnitten. Ich zeige euch das aber an einem weißen Stück. Dann kann ich euch das nämlich aufzeichnen und dann seht ihr das besser. Aber erstmal zu den Maßen. Zusammengefasst findet ihr die natürlich wieder alle auf meiner Homepage. Und ihr braucht für dieses mittlere Teil ohne Sockel und ohne Deckel Farbkarton in 21x18, zwei Stücke. Designerpapier sind vier Stücke in 9,5x9,5 und Pergamentpapier in 9,7x9,7. Wenn ihr nur das hier in der Mitte basteln möchtet, dann braucht ihr auch noch ein Stück Farbkarton in 9,8x9,8. Ich habe den zugeschnitten, ich zeige euch dann später, wo das Stück hingehört. So, und jetzt brauchen wir unser Falzbrett. Oh, da ist noch Restmaterial vom letzten Video. So, und zwar legen wir die kurze Seite an und falzen als erstes bei 3 cm. Dann drehen wir das gute Stück und falzen bei 7 und dann nochmal bei 17. Entweder ihr klappt das jetzt aus oder ihr legt es rechts an bei 1 cm. Jetzt legen wir die letzte Falz, die wir gerade gezogen haben, nach unten und falzen einmal bei 10 und einmal bei 20. Wie gesagt, dieses Element braucht ihr zweimal. So. Und jetzt nehme ich mir mal einen Bleistift, damit ihr das besser seht, und ziehe mir hier die Falzlinien nach. Das ist die von oben. Ich hoffe, ihr seht das. Weil auf dem dunklen Farbkarton, denke ich, hätte man das gar nicht gesehen. So, wir müssen es umdrehen zum Markieren. Also Bleistiftstrich von innen nochmal. So, und
die hier unten. So, ich hebe es mal hoch. So sind die Falzlinien jetzt gezogen, natürlich gerade und nicht krumm und schief mit Bleistift. Jetzt gehen wir an die obere Falzlinie, nehmen uns ein Geodreieck, legen das an die Falzlinie an, die 0 jetzt hier in der Mitte, also hier ist der 1 cm, das ist jetzt die Rückseite, hier ist der 1 cm, 10, 10. Und auf dieser Falzlinie legen wir jetzt an der oberen Seite unser Geodreieck in die Mitte auf 0 und dann machen wir uns rechts eine Markierung bei 2 und links eine Markierung bei 2. Ich nehme mal eine andere Farbe. Also rechts bei 2 und links bei 2. Dann gehen wir hier an den äußeren Rand. Auch bei 2 cm. Und an dieser Seite gehen wir 2 cm nach innen von der Falz. So. Dann brauchen wir noch unser Falzbein und da nehme ich jetzt mal Rot. Also, ich drehe mir meins nochmal um, damit ich euch jetzt nichts Falsches erzähle. Diese Bereiche werden gefalzt. Das heißt, wir gehen jetzt von den Markierungen runter zu dieser Falzkreuzung. Erste schräge Falz, dann gehen wir zur nächsten Markierung runter zu dieser Kreuzung. Falzen, dann nehmen wir die dritte Markierung, gehen wieder schräg runter zu dieser Falzkreuzung. Und dann gehen wir zur letzten Markierung und ziehen das schräg runter hier zur Falzlinie. So, jetzt müssen wir hier den oberen Bereich noch. Dafür lege ich mir das einmal so hin. Die erste Markierung ist ja bei 2 cm, das heißt, ich lege mir mein Geodreieck bei 2 cm an, falze. Die nächste Markierung zur Mitte hin. Da legen wir das Geodreieck an und da mache ich jetzt eine rote Linie, denn da müssen wir gleich einschneiden. Dann gehen wir zur dritten Markierung. Die 1 cm liegen hier oben. Dritte Markierung ist wieder falzen. Und die letzte, da schneiden wir wieder. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Die Falzlinien seht ihr jetzt leider nicht. Grün nehme ich ja immer für die Falzlinien, das heißt, ich ziehe die hier nochmal nach. Ich mache euch auch wieder eine Skizze, die ihr dann auf meiner Homepage sehen könnt. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt schneiden wir. Und zwar an dieser Seite, das ist grün, da schneiden wir hier an der kurzen Falzlinie ein und schrägen uns hier nur dieses Stück ein. Das, was wir gefalzt haben. Ich drehe das Ganze mal um. Hier kommt jetzt als nächstes eine rote. Das heißt, die schneiden wir ein. Bis zur kommenden Falz hier. Dann schneide ich als nächstes hier ein. Runter bis zur zweiten Falz. Und jetzt fahren wir hier diese Linie nach. Und schneiden uns die Ecke daraus. Jetzt drehen wir das einmal. Hier haben wir jetzt wieder grün. Das heißt, hier schneiden wir wieder die kurze ein.
und machen uns aus dem entstandenen Rechteck eine Klebelasche. Ich drehe es nochmal in die Richtung. Grün, rot, grün, jetzt kommt wieder rot. Einschneiden und schräg runter an der Falzlinie entlang. Und dann können wir das hier anschrägen. Das ist eine Klebelasche. Hier unten das kleine Viereck, das kommt raus. Dann haben wir hier unten noch eine Falz. Auch das schrägen wir an. Und so sieht das gute Stück dann aus. Wie gesagt, das ist die Innenseite, die Klebelasche links. Davon braucht ihr dann zwei Elemente. So sieht es dann von der anderen Seite aus. Und wie gesagt, ich hatte es ja schon vorbereitet im dunklen Farbkarton. Und das ist jetzt die Außenseite bei mir. Hier habe ich auch schon mal ausgestanzt. Beim ersten Element, wir haben ja jetzt hier das zweite. So, und das heißt, hier kommt jetzt noch unser Designerpapier drauf. Pergament brauchen wir gleich. Und dann habe ich mir aus den lageweise Kreise einmal den großen genommen, der größte, der da drin ist, mit dem Wellenrand und den zweitkleinsten. Ich messe euch die mal nach. Also der innere ist 7 und der mit dem Wellenrand ist 7,5. Also der größere ist 7,5 und der kleinere 7 cm. Ich habe das jetzt so gemacht, das Designerpapier aufkleben, dann lege ich mir erst den mit den Wellen, dann den inneren und dann habe ich das durchgekurbelt. Wir haben hier natürlich jetzt 18 cm, das heißt, ihr müsst beim Durchkurbeln die obere Lasche müsst ihr nach innen knicken. Wenn ihr eine A5 Big Shot habt, müsst ihr es umknicken. Wenn ihr natürlich eine A4 habt, dann könnt ihr das in 1 durchschieben. So, wenn ihr das so ausgestanzt habt, dann fallen diese Ringe daraus. Und hier habe ich das Designerpapier nur am Rand geklebt. Das heißt, wir können jetzt hier die beiden Teile auseinandernehmen. Und ich zeige euch das nochmal bei meinem Muster. Ich bin dann hingegangen und habe mir hier den aus Farbkarton einfach in die Aussparung wieder reingeklebt. Aber das zeige ich euch dann gleich. Also, so wird es ausgestanzt. Ihr könnt natürlich auch beide Kreise dann einzeln durchschieben. Das müsst ihr letzten Endes selber entscheiden. So spart ihr euch im Endeffekt jedes Mal einen Stanzgang. Und die Maschine schafft das, das ist nicht das Problem. Also ich gebe das jetzt durch meine Stanzmaschine und dann geht es gleich weiter. So meine Lieben, so schauen eure Teile jetzt aus. Hier sind die 4 Ringe vom Ausstanzen. Die beiden kleben wir jetzt erstmal zusammen. Da schön drauf achten, dass unten die Falzlinien auf einer Höhe liegen und hier in der Mitte nicht über die Falz hinaus. Dann können wir auch gleich mal schauen, wenn wir es umklappen. Das sieht gut aus. So, und jetzt müssen wir von innen das ganze Pergament festkleben. Ich zeige euch das jetzt eben an einem Element, wie ich das gemacht habe.
achtet immer drauf, je nachdem welches Motiv ihr ausstanzt, dass ihr am Rand genug Platz habt. Also die Fächer hier sind jetzt 10x10. So, von innen das Pergament und von außen habe ich mir dann einfach diese Ringe, die beim Ausstanzen entstanden sind, wieder eingeklebt. Da nehme ich jetzt ein ganz bisschen Tombow. Das könnt ihr machen, das müsst ihr nicht. Das ist natürlich alles Geschmackssache. Und das passt hier jetzt natürlich schön in unsere Ausstanzung rein. Und so sieht das dann aus. Das mache ich jetzt bei den anderen dreien auch noch eben. Euch das viermal zeigen, denke ich, muss nicht sein. Und dann geht's gleich weiter. So, meine Lieben, es ist fertig soweit. Ich habe hier jetzt an der rechten Seite schon mal Klebeband drauf gemacht, so dass wir unsere Laterne jetzt verschließen können. Da könnt ihr natürlich auch mit Flüssigkleber arbeiten. Dann könnt ihr noch ein bisschen schieben. So. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Die Klebelaschen unten. Machen wir mal eben nach innen. So, und jetzt würde das Stück in 9,8 x 9,8 kommen, wenn ihr wirklich nur diesen mittleren Teil basteln wollt. Das würdet ihr dann jetzt, ich drehe es mal kurz um, einfach von unten hingegensetzen. Dann wäre die Laterne unten verschlossen, dann bräuchten wir nur noch oben und dann wäre das schon fertig. Ich lasse das bei mir jetzt natürlich weg, weil ich euch die gesamte Variante zeigen möchte. Dementsprechend kleben wir jetzt erst einmal oben. Und da fange ich mit diesen schrägen Klebelaschen an. Was ich euch noch zeigen wollte, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Vom Stanzen hat man hier die Abdrücke. Das kommt zustande, wenn eure Platten so aussehen. Wir müssen das ja umklappen beim Ausstanzen. Und wenn eure Platten so aussehen, dann habt ihr dieses Muster hier auf dem Farbkarton. Beim Dunklen sieht man das jetzt nicht ganz so stark. Da ich aber jetzt bei mir auch den Deckel noch drauf mache, stört mich das ohnehin nicht. Da müsst ihr dann eventuell schauen, ob ihr da noch extra Designerpapier draufklebt, wenn ihr die Laterne offen lassen möchtet. Da sind ja auch der Fantasie wieder keine Grenzen gesetzt. So, das hier oben schlage ich mir alles nach außen. Und dann nehmen wir uns Flüssigkleber. Und da ist es wichtig, dass ihr mit dem Kleber wirklich bis in die Spitze kommt. Nehmt nicht zu viel, dass es euch rausläuft. Aber es sollte schon bis in die Spitze sein. So, und dann können wir das hier schön Kante auf Kante zusammenkleben. Ihr könnt die jetzt noch ein bisschen einknicken. Dann gehen wir an die nächste Seite. Und kleben auch die. Ich hoffe, ich war jetzt noch im Bild.
schön Kante auf Kante. Das ist ein bisschen fummelig, aber ich finde, das Ergebnis lohnt sich. So, das letzte Dreieck. Das ist immer so mit das Fummeligste, weil es dann natürlich auch innen drin immer enger wird. So, und dann können wir jetzt hier oben ganz entspannt unsere letzten Laschen zusammenkleben. Na, einmal raus da. Im Übrigen habe ich in diesem kleinen Fläschchen, werde ich auch immer öfter gefragt, oder öfters mal gefragt, was ich in diesem kleinen Fläschchen habe. Da ist genau der gleiche Kleber drin wie hier auch. Und das Fläschchen an sich habe ich geschenkt bekommen. So, die letzte Seite. Und somit wäre das Hauptteil von der Laterne an sich fertig. Wie gesagt, wenn ihr ein Teelicht verwenden wollt, setzt ihr euch einfach das Stück Farbkarton unten noch drunter und dann könnt ihr die schon verwenden. Wir machen jetzt noch weiter. Und zwar bauen wir jetzt als nächstes den Deckel oben. Und dafür braucht ihr Farbkarton in 12,2 x 12,2 und Designerpapier habe ich hier 4 Stücke in 5,6 x 2,5 und ein Stück in 5,6 x 5,6. Und das falzen wir rundherum bei 3 cm. Nachfalzen. Dann schneiden wir das Ganze ein an den 4 äußeren Quadraten. Da drehe ich den Farbkarton jetzt immer. Ihr könnt aber auch die gegenüberliegenden Seiten einschneiden. Zack, einmal an die Seite. Dann kommt unser Designerpapier drauf, das hier so schön an meinem Zettelchen klebt. Das klebe ich jetzt vorher. Diese Laterne an sich ist etwas kleiner wie die erste, die wir gebastelt haben. Im Vergleich kann ich euch die nicht mehr zeigen, denn die beiden, mein Muster und auch das, was wir im Video gebastelt haben, ist beides schon verschenkt. Und diese beiden Laternen werden auch verschenkt.
So, das letzte Stück für die Mitte. Und dann kleben wir uns den Deckel auch schon zusammen. Deckel, wisst ihr ja, klebe ich immer so, dass man die Rundung von der Falzlinie noch sieht. So, einmal an die Seite da. Die letzte Seite noch. So, und da dran machen wir jetzt noch einen Griff. Und da habe ich Farbkarton, ich habe es so extra aufgeschrieben, kann man nicht mehr lesen, doch da, 16 x 2 cm und das Designerpapier ist 1,5 x 15,5. Das kleben wir noch fix zusammen. Wie gesagt, ihr könnt die Laterne so basteln, wie ihr das möchtet. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr müsst ja auch nicht unbedingt Kreise ausstanzen. Ihr könntet auch Sterne, Rechtecke, Quadrate. So, hier messe ich mir jetzt einmal von innen 3 cm ab am Griff. Also markiere ich mir die 3 cm. So weiß ich nämlich, wie weit ich mit dem Kleber darf. Dann ziehe ich mir das einmal übers Falzbein, kann mir dann jetzt an beiden Seiten den Kleber drauf machen. Und dann können wir das hier mittig und unten. Ich habe es jetzt unten bündig aufgeklebt mit der Farbkartonkante. Und mein Designerpapier ist auch ein bisschen schief. Naja. Andere Seite. Sieht fast aus wie ein kleines Körbchen. So. Deckel ist auch schon mal fertig. Der kann dann hier oben drauf. Unser Deckel, und jetzt machen wir zum Schluss noch unten unseren Sockel. Und dafür nehmen wir uns Farbkarton in 20,8 x 20,8, und Designerpapier haben wir hier 4 Stücke in 10,5 x 2, und den falzen wir an allen 4 Seiten bei 2,4 und 4,9. 2,4 lege ich mir jetzt wieder rechts an und links die 4,9. Links 4,9. Ihr könnt natürlich auch erst rundherum die 2,4 und dann die 4,9 falzen. Das bleibt sich gleich. So, die letzte Seite noch. 2,4 und 4,9. Das falzen wir uns nach. Na, noch eine Falz, nicht eine vergessen hier. So, und hier haben wir am äußeren Rand 4 Quadrate. Na,
das hier in der Mitte bleibt stehen. Das ist unsere Klebelasche und die drei anderen schneiden wir weg. Die schrägen wir uns dann auch gleich ein bisschen an. Die Klebelaschen müssen hier jetzt nicht hübsch sein. Die verschwinden ohnehin gleich, denn unten den Sockel habe ich mit zwei Lagen Farbkarton, damit er dann auch schön stabil ist. So, die letzte Seite noch. Und dann schaut das gute Stück so aus und da bringen wir von außen schon mal wieder unser Designerpapier auf. Und das mache ich eben ohne euch und dann geht's gleich weiter in den Endspurt. So, meine Lieben, bevor wir den Sockel jetzt zusammenkleben, markieren wir uns noch eben ein Loch für die Lichterkette. 1, 2. Ich gehe jetzt von den Falzlinien innen aus und die 0 habe ich hier jetzt rechts liegen. Ihr seht das wahrscheinlich kaum wegen dem dunklen Farbkarton. Aber die 0 liegt jetzt auf der Falzlinie rechts. Unten haben wir 2 cm und hier gehe ich jetzt von der 0 links rüber und mache mir da eine Markierung bei 2 cm. Jetzt habe ich meine Lochzange nicht hier. Das heißt, ich nehme einmal meinen Piekser. Und mache mir da ein Loch rein. Dann können wir das auch schon zusammenkleben. Im Übrigen von innen habe ich an die oberen Rechtecke schon mal Klebeband angebracht. Die Seite habe ich schon. Zweimal die gleiche Seite zukleben wird schwierig, ne? So, da ist was im Weg. Also den Sockel habe ich ja bei der großen Laterne auch so gemacht. Das ist jetzt für den einen oder anderen, je nachdem, wer das Video schon gesehen hat, nichts Neues, außer das Maß. Obwohl weiß ich gar nicht, ob ich den da auch so groß gemacht habe. So, jetzt nehmen wir uns von innen, da klebt es noch nicht, das Klebeband ab. Nicht das Klebeband, sondern nur die Schutzfolie. Und da fange ich immer gerne mit den Seiten an, wo auch die Klebelaschen sind. Dann sind die nämlich schon mal fixiert und uns kann das Ganze nicht mehr aufgehen. So, einmal mit dem Falzbein drücken. Und somit wäre der Sockel an sich fertig. Jetzt kommt unser Licht ins Spiel. Ich habe mir das hier schon mal entwirrt
Und zwar brauchen wir jetzt diesen Kasten hier unten. Ich habe da jetzt schon Batterien drin. Und dann habe ich hier noch ein Reststück Farbkarton. Das ist 3,5 cm breit. Da solltet ihr auch nicht breiter nehmen. Denn ihr braucht hier unten natürlich noch Spiel, damit ihr das, wenn ihr das so drin habt, hin und her schieben könnt, damit ihr die Batterien wechseln könnt. Ich hatte gedacht, dass ich das hier mit Heißkleber fixiere, aber ich fand das jetzt so dann doch etwas besser. Also, wir legen uns das einfach hier rum. Ich habe da jetzt nicht großartig irgendwie was gemessen. Das Stück ist jetzt 3,5, hatte ich ja schon gesagt, mal 21. Das lege ich mir jetzt hier rum. Kürze mir das einfach ein. Es geht ja nur darum, dass das Element festgehalten wird. Das schneide ich ab. Und ich knicke das jetzt auch nicht nach. Ich klebe das jetzt einfach zu. Ihr müsst jetzt halt nur darauf achten, beim Zukleben, dass ihr das nicht zu fest zusammendrückt, damit ihr das auch noch bewegen könnt. Also ruhig ein bisschen Spiel lassen, ordentlich draufdrücken, dass das klebt. Und dann einmal abmachen. Da können wir noch ein bisschen schieben. So, und jetzt knicke ich mir das hier einfach so ein bisschen nach. So, und wir müssen das Ganze natürlich so unten reinkleben, damit wir hier an unseren Schalter kommen. Das heißt, dieses Element nehme ich mir jetzt. Ich habe hier mein Loch und in die obere Ecke klebe ich mir das Element ein. Das heißt, einmal mit der Klebenaht nach unten. Und eine Seite. Da ist mein Loch und in diese Ecke klebe ich das jetzt ein. Und zwar bündig in die Ecke. Ja, mit dem Falzbein kommen wir da so nicht rein. Also müssen wir es mit den Fingern festdrücken. Zu Hause lasst ihr das am besten einen Moment trocknen. Ich packe mir hier das schon mal wieder rein. Also wie gesagt, schön trocknen lassen. Und jetzt können wir uns hier unser Licht durchziehen. So, und ich ziehe mir das jetzt so weit durch, dass dieses Element hier an meiner Lichterkette ist jetzt hier so ein Gummielement. Das stecke ich hier jetzt mit durch das Loch. Dann haben wir das hier schön fest. Es steht nicht über. Und zum Rausnehmen, also zum Batterienwechsel, könnt ihr das dann natürlich wieder rausziehen. So, dann drehen wir das Ganze um. Nehmen uns unsere Laterne. Da mache ich den Deckel einmal ab. Und dann brauche ich meinen Tombow. Da mache ich mir jetzt von außen Kleber drauf. Und jetzt muss unser Band da durch, unser Band, unsere Lichterkette. Und wir können jetzt natürlich hier noch schön ziehen,
War ich überhaupt im Bild? So, Hand wieder raus. Ich habe jetzt hier den Deckel abgenommen. Jetzt können wir das Ganze aufsetzen. Ich muss einmal schauen, jawohl. Und mittig auf unseren Sockel setzen. So, und dann kann das Ganze hier rein. Da die Laterne oben jetzt offen ist, könnt ihr euch das noch so hinlegen, wie ihr das gerne haben möchtet. Dann kann unser Deckel da wieder drauf. Licht an. Und jetzt mache ich einmal mein helles Licht nochmal aus. Achtung! Hier ist die andere. Nein, da sind die Batterien leer. Oh, nee, doch nicht. Ja, man sieht es schon, ne? Also rechts sind die Batterien schon fast leer. So, und so sieht das gute Stück dann aus. Ich hoffe, euch gefällt die zweite Idee oder die zweite Laterne auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und wie immer, falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch natürlich sehr gerne melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!